Lara Schulze, deutsche Schnellschachmeisterin der Frauen 2022. Herzlichen Glückwunsch und war ein ganz schön kämpferisches Turnier, oder? Ja, auf jeden Fall, aber es hat Spaß gemacht. Also ich liebe Schnellschach. Also ist, glaube ich, schon meine beste Disziplin. Von daher, ja, es war zwischendurch natürlich die ein oder andere spannende Partie, die nicht ganz so klar war, aber hat einfach Spaß gemacht. Mhm. Ja, man muss einfach nochmal sagen, ich glaube, das war auch einfach ein hartes Turnier diesmal. Also ich glaube, es wurde dir nicht einfach gemacht dieses Jahr, oder? Nee, das auf jeden Fall nicht. Also letztes Jahr lief es sozusagen, da lief es ja einfach durch. Mit 8 aus 8 war ich dann schon fertig. So war es dieses Jahr nicht. Da war schon die ganze Zeit irgendwie immer mehr noch jemand auf den Fersen. Aber ja, im Endeffekt mit 7,5 aus 9 war es dann jetzt doch ganz, ja, mehr oder weniger souverän. Ja, auf den Fersen in der allerletzten Runde, deine direkte Konkurrentin hat ja so einen Kurzsieg hingelegt. Und da wusstest du, du musst nochmal punkten. Hast du das bemerkt oder spielt das keine Rolle oder wie war das? Also bemerkt habe ich es und ich hatte mich oder hatte es zur Kenntnis genommen, sagen wir so. Aber im Endeffekt, ja, habe ich einfach meine Partie gespielt und so sehr hat es mich nicht unter Druck gesetzt oder sowas. Ich wusste auch, dass Remis wahrscheinlich sogar auch reicht, weil ich eine deutlich höhere Buchholz vor der Runde hatte. Das hat es natürlich nochmal ein bisschen entspannter gemacht, aber ja, so musste es jetzt gar nicht auf Buchholz ankommen. War natürlich besser so. Ja, als nationale Meisterin bist du jetzt auch qualifiziert für die Rapid-WM, die Ende des Jahres stattfindet. Wie sieht das aus? Haben wir da eine Chance, dich da auch am Brett zu sehen oder hast du da schon irgendwelche Pläne oder vielleicht auch andere Pläne? Also ich weiß es noch nicht so genau, ehrlich gesagt. Also ich hätte schon Lust, mal die WM in den schnellen Disziplinen mitzuspielen. Und ja, kommt vielleicht ein bisschen drauf an, wo die ist. Ich weiß es gerade gar nicht, aber ich werde es mir überlegen. Okay. Ja, und ansonsten, Frauen-Bundesliga geht, glaube ich, bald los. Das ist, glaube ich, das Nächste, was ansteht oder hast du schon andere Pläne gefasst? Das Nächste, was ich spiele, ist die U20-WM in Italien, auf Sardinien. Und ja, also da ist mein Ziel, unter die Top 10 zu kommen. Also das höhere Ziel wäre eigentlich noch eine Medaille zu schaffen. Aber ja, also mit Top 10 wäre ich zufrieden. Medaille ist das große Ziel. Alles klar, dann werden wir das beobachten. Vielen lieben Dank, deutsche Meisterin Lara Schulze, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.